In diesem Video schauen wir uns das Wirtschaftssystem von Becastled einmal im Detail an. Wir schauen uns an, wie man sinnvollerweise ein Spiel startet und auf welche Rohstoffe es ankommt und wie man die effektiv sammelt. Los geht's nach dem Intro. Becastled ist der neue Early Access Hit auf Steam und ich finde, das ist auch berechtigt so, denn er ist relativ günstig zu bekommen und hat eine sehr eingängige Spielmechanik. Klar, plagt das Spiel noch ein paar Bugs, aber ja, so zum Reinkommen und für den günstigen Preis kann man da relativ wenig sagen. Aber wir wollten ja über die Wirtschaft sprechen und wie diese Wirtschaft hier funktioniert. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Startet man ein Spiel, dann sucht man sich den Standort seiner Burg aus. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Wirtschaft, denn hier sollte man sinnvollerweise ein Feld wählen, das verschiedene Kriterien erfüllt. Der wichtigste Rohstoff am Anfang ist wohl Holz, dicht gefolgt von Nahrung, die braucht man dann auch relativ schnell. Und dann muss man schauen, dass man eben an Stein- und an Sonnensteinfelder herankommt. Hat mich so ein bisschen beim Spielen an die Siedler von Catan erinnert, auch da muss man ja immer in der Nähe von solchen Feldern bauen. In meinem Beispiel wähle ich jetzt gezielt ein Feld aus, in dem ich zum einen Nahrung finde, die ich dann über eine Jagdhütte einsammeln kann. Und gleichzeitig finde ich hier relativ viele Bäume, das heißt, die Holzproduktion ist auch sichergestellt. Bei diesem Feld weiß ich, dass ich zudem relativ schnell an Stein- und Sonnensteinfelder rankommen kann. Ich muss dazu kein Feld mit feindlichen Tieren durchqueren. Und dieses Feld mit feindlichen Tieren, da kann ich auch gleich sehen, dass dort Blumen wachsen. Das heißt, wenn ich die Tiere dort besiegt habe, kann ich da direkt ein Weizenfeld drauf bauen. Also der interessante Standort für mich ist genau dieser hier. Hier platziere ich meine Burg und kann mir sicher sein, dass die beiden wichtigsten Rohstoffe, nämlich Nahrung und Holz, von Anfang an hier gesichert sind. Damit ich immer genug Arbeiter habe, muss ich auch genug Häuser haben. Diese Häuser stellen erstmal nur den Platz für die Arbeiter zur Verfügung. Damit die Arbeiter auch tatsächlich kommen, brauche ich eine hohe Zufriedenheitsrate. Also immer darauf achten, dass genug Platz für Arbeiter ist, gleichzeitig aber auch darauf achten, dass ich alle meine Arbeiter beschäftige. Umso mehr Arbeiter ich habe, also Solarier bei mir in der Siedlung wohnen, umso mehr Nahrung wird auch verbraucht. Das heißt, es kommt hier alles zu einem Preis. Und wenn ich schon einen Arbeiter habe, sollte ich auch darauf achten, dass dieser entsprechend beschäftigt ist. Es macht zum Beispiel Sinn, relativ am Anfang schon Marktstände zu bauen. Hier kann ich Sonnensteine und ja, eine Zufriedenheit gewinnen. Ich kann auch mehrere Marktstände nebeneinander bauen, um einen Bonus zu bekommen. Hier gibt es ein kleines Kuriosum. Wenn ich diese Marktstände nebeneinander baue, muss ich den zwar mit einem Arbeiter besetzen, zumindest den ersten, alle anderen aber erstmal nicht und ich kassiere trotzdem den Bonus. Macht also Sinn, aktuell zumindest diese zu bauen. Ob das dauerhaft so im Spiel bleibt, wird sich zeigen. Wenn man Gebäude baut, dann sammeln die nicht von sich aus erstmal die Rohstoffe ein, sondern ich muss diese eben bemannen, also es müssen Arbeiter manuell zugewiesen werden. Ich kann einem Feld ein Arbeiter oder eben zwei Arbeiter zuweisen. Später kann ich dann auch die Gebäude erweitern und bis zu drei Arbeiter einem Gebäude zuweisen. Die Werte wie Zufriedenheit oder Sonnensteine und Nahrung sollten auf keinen Fall ins Negative gehen. Das hat dann gravierende Auswirkungen aufs Spiel. Holz und Stein wiederum werden nur gebraucht, wenn ich auch tatsächlich Gebäude baue. Das heißt, bei den Werten Nahrung und Sonnenstein, die kontinuierlich abnehmen, je nachdem wie eure Population anwächst oder wie viel Militärgerät ihr habt, muss man öfters mal mit der Maus drüber fahren, um zu sehen, ob wir gerade in einem steigenden oder fallenden Zyklus sind. Und entsprechend muss man dann eben mit Produktionsgebäuden gegensteuern. Jetzt bleibt mir nur noch, euch viel Spaß mit Becastled zu wünschen und ich freue mich natürlich über eine Rückmeldung, ob euch das Video gefallen hat und weitergebracht hat.